Hallo Sportfreunde und willkommen zur 33. Folge vom FIFA 20 Karrieremodus mit dem 1. FC Magdeburg, aber leider ohne Paulinho. Ja, wie ihr wisst, ist Paulinho verletzt, was schade ist, aber wir springen nur ganz kurz in die Tabelle. Und da sehen wir jetzt halt schon die drei Mannschaften, gegen die wir spielen werden. Ja, das ist Bremen, das ist Frankfurt und unter uns ist Schalke. Und die ganz große Frage ist halt jetzt, wenn Schalke bleibt, nee, Schalke bleibt ja unter uns, die haben ja schon gespielt. Also, wenn wir gegen die oberen beiden spielen, wir werden gegen Bremen und Frankfurt spielen. Ja, schauen wir mal, weil gegen Bremen werden wir 100% spielen, die wir jetzt gleich rangehen. Und deswegen ab ins Spiel gegen Bremen. Fokus in Bremen. Wir müssen fokussiert bleiben. Wir spielen gegen den SV Werder Bremen. Gegen wunderschönen die Grün-Weißen, ja, mit einem richtig guten Sponsor, dem Wiesenhof. Hahaha, gut. Passt halt zu weh, ne? Werder Bremen. Aber trotzdem, hier sehen wir schon mal ganz kurz ein paar Spieler, aber die sehen wir gleich richtig bei den Aufstellungen. Ja, wenn ich sie wieder selber machen darf. Aufstellung von Bremen, Pavlenka am Kasten. Das ist eigentlich, glaube ich, Mancini, das ist, weiß ich jetzt gar nicht, Carsten und Eggestein, Möwald und vorne drin Leao und Diagne, heißt der, glaube ich. Ja, und hier werden halt die Aufstellungen angezeigt, genau, ja. Und das ist unsere Aufstellung und deswegen, ja, sollte man kennen, mit Matondo jetzt halt als rechter Mittelfeldspieler und vorne drin halt Sabi und Haaland. Und deswegen, auf geht's, ab geht's. Wir schicken sie jetzt nach Hause. In der Mitte, und aufpassen, Möwald. Und das ist Davy. Klassen, mit einem Strich. Zum 1, zu 0. Da kann man auch nicht viel mehr machen. Da kann man auch nicht viel machen, ja. Außer halt ein Klassen besser decken. Ja. Anstatt dass halt Gummi da so eingerückt ist, sollte der halt eher vorm 16er dann besser stehen und nicht da stehen, wo der andere Innenverteidiger auch steht. Ja. Boah, das war richtig gut, aber auch richtig gut gehalten von Neumann. Aber halt auch nicht so gut von Hoever. Und Todibo geht halt gar nicht hin. Sabi. Auf Haaland. 1-1. Was für ein Strich von Haaland. Ja? Den kann man doch mal so machen. Ja. Schön. Jetzt hätte er den Torwart mit reingeschossen. Jetzt hätte er passt Pavlenka da mit reingeschossen. Aber Pavlenka geht sehr früh runter. Kann man mal so sagen, ja? 5. Saisontor, Haaland. Oh, Tonali kommt da nicht ran und es ist Diagne, aber Neumann ist da. Ja? Möwert macht es stark. Ja. Und dann ist halt Hoever mal wieder, gefühlt zieht mal wieder in den Kürzeren. Heieieiei, langsam aber sicher hier. Müssen wir schauen, wie wir das machen. In der Innenverteidigung. Nein. Okay. Der zählt nicht. Geht der da durch? Ja. Gut durchgesteckt. Jetzt ab. Ah. Der wäre schön ins lange Eck gegangen. Aber richtig schön wäre der da ins lange Eck gegangen. Schade. Die Bremer Fans sind, glaube ich, zufrieden mit ihrer Leistung.
der Mannschaft, die machen sich richtig gute Chancen, spielen sie sich raus. Alle werde ich natürlich nicht zeigen, aber wir kommen auch ganz gut klar. Ja, unser Todibo. Todibo. Oh. Aber gut gehalten von Neumann und jetzt könnte der Konter kommen. Ja, da ist er, der Konter. Da ist er, der Konter. Aber immer auf dem Torwart. Oh, die machen das echt stark. Wieder Davy Klassen, Doppelpack. Ey, die laufen so stark rein. Abnormal. Das ist abnormal, was die Bremer da spielen. Hier, Davy Klassen fängt auf einmal so plötzlich an, da durchzustarten. Ja. Tonali kommt nicht hinterher. Und Todibo steht da nicht ganz richtig gefühlt. Ja. Aber trotzdem. Sie stehen über uns, das merkt man. Und deswegen geht die Führung für Bremen ganz klar in Ordnung. Nein. Alles klar. Hinten. Baumann. Ja, der kam nicht schlecht. Bleib am Ball. Ah. Boah, was für ein guter Ball. Spiel ihn wieder zurück. Ey. Er haut ihn nicht weg. Er haut ihn nicht weg. Was ist das? Es kotzt einfach an. Was ist das? Ja. Was für eine Scheiße. Meine Güte. Ja, wir wechseln jetzt einfach mal zweimal. Ja, Matondo geht runter. Der nur schlecht war heute. Quadro kommt. Und ja, Baumann geht runter und Beck kommt drauf. Ach komm. Die spielen das so stark. Das ist abnormal. Das ist abnormal, wie Bremen dieses das spielt. Das ist wirklich abnormal. Das ist krank. Das ist abnormal krank. Ja, die sehen eine Lücke, plötzlich, bam, stecken die da durch. Das ist echt krass. Das ist richtig krank. Ja, ist da rüber. Es funktioniert hier nichts in diesem Spiel. Abpfiff ist, ja, es funktioniert da rein gar nichts. Bremen war einfach viel stärker als wir. Ja. Ja. Die war einfach klar viel besser als wir. Da kannst du nichts sagen. Keine Ahnung, warum war Tonne eine 7,2. Für mich war der abgrundtief schlecht. Ja. Ja. Okay, die neuen frischen Männer kannst du nicht mit einzählen, aber so. Sturm war heute ganz okay. Ja. Haaland hat halt ein Tor gemacht, aber trotzdem. Man muss halt echt. Echt, muss man echt dieses 1-1 hätte man echt. Ja. Werden sie aber besser hinten eine Verteidigung besser machen müssen. Ja. Hello. Ich habe eine Packung bekommen. Ja, eine kleine Lehrstunde haben wir bekommen. Und deswegen. Es war ein schweres Spiel. Was ist heute schief gelaufen? Bin nicht sicher. Ich bin schuld. Ja, wir waren am Anfang zu behäbig und den fanden wir nicht richtig ins Spiel. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Ja, das muss immer der Trainer. Ja, das letzte Tor von Werder Bremen war entscheidend, oder? Unser Aufwand war inakzeptabel. Nee, das kann ich nicht. Glück, Bremen war besser. Ja, Bremen war besser. Wir müssen uns einfach besser auf unsere nächsten Aufgaben vorbereiten, ja. Müller war heute einer der Besten beim Gegner. Wir müssen schauen, was wir besser machen können. Er ist ein guter Spieler. Unsere Spielweise hat mich enttäuscht. Wir müssen schauen, was wir besser machen können. Ja, wir müssen einfach gucken, was wir besser machen können. Und das läuft dann im nächsten Spiel wieder besser, wenn ich selber spiele. Training verbessert sich keiner, aber ja, Neumann kriegt Reflexe dazu. Es ist, glaube ich, etwas längere Pause. Und deswegen erreicht Neumann direkt mal die 76. Ach ja, bevor ich es vergesse, hier die Bestätigung, dass
Scherpen verkauft ist und uns in der Wintertransferphase verlässt. So. So, jetzt wäre ein Sieg gegen Schalke ganz gut. Lol, wir gewinnen halt wirklich. Doppelpack von Erling Haaland. Und nächstes Training. Oho, Ferrer 68. Langsam aber sicher. Bahnt er sich mal ein bisschen mehr an die, ja, Startelf mal ran. Jetzt strömt es in Magdeburg und es regnet. Wir spielen gegen Frankfurt. Magdeburg-Frankfurt, 9. Spieltag. Jetzt müsse ein Sieg wieder her. Wie im letzten Spiel gegen Schalke. Ja, Doppelpack Haaland hat gemacht, ja. Gutes Deutsch, aber wir gehen zu den Aufstellungen. Ja, auch wenn man sie ja natürlich wie immer nicht sieht. Das ist unsere Aufstellung. Ja, natürlich mit Neumann hinten drin und Van Bergen jetzt neu drin. Tonali natürlich. Paulinho ist wieder fit. Ihr seht die, ja, Flügelzange der Ex-Leverkusener, ja. Und vorne natürlich wieder Sabi und Haaland drin. Natürlich, wer auch sonst. Und das ist die Aufstellung gleich von Frankfurt. Und das ist die Aufstellung von Frankfurt. Trapp im Kasten. Hinteregger und Willems, Weigl, Schöpf, Kamada, vorne Seferovic und Bas Dost. What the fuck, was für eine Aufstellung. Vielleicht zerlegen wir sie wieder. Also auf geht's, ab geht's ins Spiel. Sabi zieht in die Mitte. Und da kommt Baumann. 1-0. Ja, die Dreierkette schlägt zu. Also nicht. Ja, aber Frankfurt spielt es dann einfach an so. Ja, spielen dann eigentlich, wenn wir am Angriff sind, mit einer Fünferkette, weil sie eigentlich ja Willems und Schöpf zurückziehen auf, damit sie eine Fünferkette bilden können. Ja, wir spielen zum Glück nicht über die Seite von Hinteregger. Da würden wir nicht durchkommen. Und auf geht's. Sehr schlechte Grätsche des Verteidigers. Und dann halt gehalten von Trapp. Oh. Ein Schuss. Von Frankfurt. Ja, ganz gute Leistung. Ja, Frankfurt ist bis jetzt ein bisschen kleines bisschen besser. Aber wir haben das Tor gemacht. Und deswegen passt es. Und keine Ahnung, warum ich immer Van Bergen sage. Er heißt aber Van den Berg. Aufpassen. Da ist es. 1-1. Durch Gabriel So, der gerade eingewechselt wurde für Kamada in der Pause. War, glaube ich, eine gute Entscheidung vom Trainer. Ja, weiter. Todibo nicht mehr hinkommt. Ja, viel zu zaghaft auch hingegangen ist. Muss man so sagen. Gabriel, meine Güte, nicht Gabriel. Ja. Haaland. Sieht in die Mitte. Sabi. 2-1. So kann es weitergehen, ja. Auch wenn ich da hingefallen wäre. Ja, von der Grätsche von Hinteregger. Aber naja. Vielleicht hatte Haaland zu viel Respekt vor Hinteregger. Ja, dass der den da nicht totprügelt. Wenn er hinfällt. Könnte ja auch sein. Und zack! Oh. Schöpf. Und GPL. So. Hey. War nicht schlecht. Könnte besser gehen. Nein, 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 nein. Nimm den Ball und schieß ihn einfach weg. Oh. Uiuiuiuiuiui, wir haben Glück. Wir spielen 2-1 gegen Frankfurt, ja. Ist das Adi Hütter eigentlich nochmal in Frankfurt, der Trainer? Ist das schon lange nicht mehr Fußball gewesen irgendwie? Jetzt vergesse ich irgendwie alles schon. Ja. Vergesse ich schon alles. Ja. Ich bin ein bisschen dumm heute, ja.
Aber es war ein knappes Spiel, es war ein okayes Spiel. Ja, wir hätten es wirklich besser machen müssen. Eigentlich wollte ich noch zweimal wechseln, aber der Ball ging halt nicht ins Aus, die letzten 10 Minuten im Spiel. So, ein knapper Sieg ist ein guter Sieg. Ja, und das zu Hause ist immer gut. Aber wir haben wieder ein Gegentor kassiert. Sie konnten durch das entscheidende Tor in der zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute noch mehr drin? Ich konzentriere mich, wir waren das bessere Team, wir hätten es entscheiden müssen. Ich konzentriere mich auf nächstes Spiel. Ja, wir haben nun die Punkte geholt. Das ist unser Ziel, ja. Wir müssen den Klassenerhalt, das ist bis der erste Schritt, ja. Ich habe meiner Mannschaft, wir waren besser, ich hatte Zweifel, nee, ich habe der Mannschaft getraut, Alter. Ja, wow. Wir können von ihm lernen. Nächstes Training, keiner verbessert sich wirklich und deswegen gehen wir direkt weiter. Quatvo, warum meckerst du? Du hast die letzten zwei Spiele gespielt. Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Es gibt fürs nächste Folge eine kleine Premiere. Wir werden da ganze 3 Spiele machen. Einmal hier das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf. Und die anderen Spiele werdet ihr dann sehen. Vielleicht haben welche schon aufgepasst am Anfang der Folge, gegen wen es noch geht. Ja, und deswegen werden wir das ja noch sehen. Gegen wen wir spielen, alles, ja. Es wird ein krasse Spiele. Wir haben gegen Frankfurt gewonnen. Jetzt haben wir gegen Bremen 4-1 verloren. Haben wir eine Packung bekommen. Und gegen Deswegen haben wir auch eine Packung haben wir gewonnen. Gegen Schalke. Sind jetzt 8er in der Liga. Ja. Sieht ganz gut aus. Und ich kann nur eins sagen. Die sind alle beide oben in der ersten und in den ersten 4. Ja, dann fällt eine Mannschaft halt schon weg. Ja. Also alle fallen weg. Alle, die über uns stehen, fallen alle weg, außer 3 Mannschaften. Ja. Genau. Und deswegen würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tuva sagt ciao. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo auf diesen Kanal da, dass wir noch dieses Jahr die 500 knacken. Dann würde ich sagen, fehlt nicht mehr viel. Haut rein. Und tschüssen!